Das lächelnde Gesicht der User Experience. So könnte man Sabrina Duda durchaus nennen. Sabrina Duda studierte Psychologie in Regensburg und Berlin mit dem Vertiefungsfach Ingenieurpsychologie. Es geht dabei um die Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen nach psychologischen Gesichtspunkten. Da es am Ende ihres Studiums 1998 noch nicht wirklich viele Stellen in diesem Bereich gab, machte sie sich selbstständig und gründete 1999 gemeinsam mit Michael Schiesel, den sie noch aus ihrer Schulzeit in Bayern kannte, das Usability-Institut iSquare. Dort blieb sie bis 2012 und siedelte dann nach London um, wo sie heute als UX-Professional lebt und arbeitet. Aktuell ist sie Principal UX Researcher bei der Stepstone Group, hat davor aber in ganz unterschiedlichen Projekten und Feldern in England gearbeitet. Eines haben alle ihre Projekte gemeinsam: der Fokus auf die User Experience. Ich sprach mit Sabrina über ihre Vergangenheit, die Gegenwart und ihre Pläne für die Zukunft. Über die Unterschiede in der Usability-Forschung zwischen UK und Deutschland und welche drei Wünsche sie an die gute Fee der UX-Forschung richten würde. Sabrina, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst. Und schön auch, dass du auf deiner Webseite smiling.club ganz viele interessante Texte und auch Präsentationen aus deiner Vergangenheit präsentierst. Unter anderem habe ich jetzt eine Präsentation gesehen, die beginnt mit dem Filmplakat zu Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Bevor wir jetzt in die Zukunft gehen am Ende unseres Gesprächs, wie bist du eigentlich ursprünglich zum Thema Usability-Forschung gekommen? Ja, das liegt lange, lange zurück. Also ich war schon immer ein Design-Freak. Design hat mich immer total interessiert. Und dann so Ende der 90er Jahre kam auch Interesse an Technik dazu. Du hast Psychologie studiert ursprünglich, ne? Genau, und Psychologie, das wissen viele nicht, weil es ist mir sehr oft passiert, dass Leute, wenn ich gesagt habe, ich bin Psychologin, kam dann die Frage, soll ich mich gleich auf die Couch legen? Und ja, das ist der Standard auf Partys, oder? Ja, das kenne ich genauso, wenn ich sage, dass ich Psychologie studiert habe. Und ich habe irgendwann das Psychologin von meinen Businesskarten weggenommen, weil ich diese langen Diskussionen einfach mal vermeiden wollte. Und viele wissen nicht, als Psychologin, ich habe mich auf Ingenieurpsychologie spezialisiert und Computer Science. Den ich gar nicht wusste, den ich gar nicht kannte. Erzähl, was ist Ingenieurpsychologie? Das ist alles Mensch-Maschine-Interaktion. Und ich habe mich dann auf Software-Ergonomie spezialisiert. Aber es ist zum Beispiel auch Powerplants oder Schiffe oder Flugzeuge. Ich habe zum Beispiel eine Arbeit geschrieben über Flugzeugunglücke, weil da geht es ja auch sehr viel um Mensch-Maschine-Kontrolle, Autopilot. Autopilot hat auch manchmal Unfälle verursacht, okay, wenn der Pilot gegen den Autopilot kämpft, zum Beispiel. Also Ingenieurpsychologie umfasst alles, aber ich bin dann mehr in Richtung Softwareökonomie gegangen. Aber Ende der 90er Jahre war das noch Nische. Also Internet war noch kein Massenmarkt. Das kam dann erst so 2000, dass das richtig so ein Massenmarkt geworden ist. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, oder in einem Artikel von dir, glaube ich, gelesen, dass es damals noch keine Stellen in der Usability-Forschung gab und dann musste man sich sozusagen selbstständig machen. Heute ja was man sich kaum noch vorstellen kann, weil heute gibt es ja UX-Stellen. Aber wie war das damals? Das war dann 99. Du fertig quasi als Psychologin auf der Suche nach einem Job, weißt vom Prinzip her, du willst irgendwas zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion machen und findest keinen Job und dann macht man sich so einfach selbstständig mit dem Thema Usability. Das ist, wie war das? Ja, genau, 98 habe ich dann meinen Abschluss gemacht und habe auch meine Diplomarbeit über Edutainment gemacht, also auch in dem Bereich, eine Studie gemacht. Und ich bin erst an die Uni gegangen, weil ich wollte ja Research machen. Da hatten wir ein Usability-Sonderforschungsprojekt an der Uni Rostock, also auch im Bereich Informatik. Aber ich wollte einfach Usability Research mit mehr Impact machen, in größerem Stil sozusagen. Und ja, mit dem Selbstständigmachen. Ich habe dann Quelle, das ist ein alter deutscher Versandhandel, die dann auch ins Internet gegangen sind. Die gibt es leider nicht mehr. Aber das war der erste Kunde und da habe ich dann das erste Usability Research Projekt gemacht. Und zu den Jobs, es gab damals schon beim Fraunhofer Institut Jobs und Siemens hatte auch schon Usability Labs. Das fing ja schon so in den 80er Jahren an mit Usability Labs. Aber es war einfach noch nicht so ein
richtig weit verbreiteter Beruf. Und dann war das einfach naheliegend. Und du hast dann iSquare gegründet. Ich habe, kannst ja nochmal diese Geschichte erzählen, wie ihr zu diesem Namen gekommen seid. Das ist ja auch schon lustig genug. Und war das dann am Anfang gleich direkt mit dem Michael Schiesel zusammen oder wie kam das zu der Gründung? Ja, genau, iSquare. Also ich war praktisch der Interface-Part und Michael war der Image-Part, weil er war auf Sozialpsychologie Imageforschung spezialisiert. Also wir kamen von unterschiedlichen Bereichen und in iSquare haben wir das vereint, also Image- und Interface-Forschung. Und ihr kanntet euch aus dem Studium oder aus Berlin einfach so auf? Oh, von der Schule noch. Von der Schule noch, okay. In Bayern, ja. Okay. Genau, liegt lange, lange zurück. Aber so die Basis von iSquare war dann Image- und Interface-Forschung. Mhm. Wir wollten das kombinieren, weil Usability, User Experience hat ja auch viel mit Branding zu tun, Interface-Branding. Also das Interface sendet ja auch eine Brand-Message. Also da waren wir eigentlich ziemlich früh damals mit dieser Idee. Und aus Image und Interface kam dann I&I und dann I ins Quadrat, iSquare. Naja, iSquared eigentlich mit D. Und ich wollte dann die Domain, die URL I2 reservieren, aber mit nur zwei Ziffern, also einem Buchstaben, einer Zahl, konnte man keine Domain reservieren. Also habe ich gedacht, okay, ich nenne es einfach iSquare. Und dann, weil wir haben dann später auch viel Fernsehforschung gemacht, iSquare, Quadrataugen, Bildschirm, ja, haben wir gedacht, passt eigentlich auch. Das ist ein cooler Name, finde ich, ehrlich gesagt. Fand ich schon immer gut irgendwie, der ist, fällt auf. Ich kannte die Geschichte tatsächlich nicht. Es genau. Ist eine bisschen komplizierte Geschichte, ja. Das hat wirklich mit der URL zu tun. Und dann warst du eine ganze Weile lang bei iSquare. Wie waren dann so die ersten Jahre? Wie lief das da? Wie schwer oder wie sehr wart ihr fokussiert auch auf das Thema Usability dann am Anfang? Oder war das immer so von 50-50 am Anfang oder war das immer eher eine Nische? Oder wie lief das von den Schwerpunkten? Ja, also Usability war auf jeden Fall ein Schwerpunkt. Wir haben dann auch ziemlich schnell Deutsche Bank als Kunden bekommen. Die waren auch schon sehr früh mit Online-Banking. Da haben wir da Research gemacht. Dann ziemlich bald kam auch eBay als Kunde und dann haben wir eigentlich mit eBay so 10 Jahre oder so gearbeitet und am Ende habe ich die ganze europäische eBay-Forschung organisiert, weil die hatten noch keine Usability Labs in den einzelnen Ländern. Aber von Anfang an war auch Medienforschung. Also 7-1 Media ist ein sehr früher Kunde. Da haben wir 2000 ungefähr die erste Eye-Tracking-Studie gemacht. Und da gab es noch keine Eye-Tracking-Visualisierungssoftware. Und deswegen haben wir dann unsere iSquare-Visualisierungssoftware mit Heatmaps und Areas of Interest und diesen ganzen Sachen entwickelt. Mhm. Also ich würde sagen, Usability war schon ein sehr großer Schwerpunkt am Anfang. Und ich würde sagen, jetzt ist es auch sehr viel Marktforschung. Also iSquare hat sich mehr in Richtung Marktforschung entwickelt, würde ich sagen. Du warst dann bis 2012, wenn ich es richtig sehe, bei iSquare. Warum hast du das verlassen? Hat sich ja gut entwickelt, muss man sagen. Es ist ja mittlerweile ein sehr großes Institut. Ich glaube, auch bis 2012 wahrscheinlich war es auch schon nicht klein. Wie kam dann trotzdem der Schritt dort weg? Genau, als ich gegangen bin, waren es ungefähr 50 Mitarbeiter. Ist auch jetzt nicht so klein. Nee. Und ja, bei der ersten Studie für Quelle zum Beispiel, das war nur ich und zwei studentische Aushilfen. Also wir haben das praktisch von zwei Gründern und zwei studentischen Mitarbeitern auf 50 Leute entwickelt. Und ja, also die Frage, warum ich gegangen bin. Mhm. Ja, genau. Warum zogst dich weiter? Ja, ein Grund war natürlich, dass ich selber mich nicht als Marktforscher sehe. Also ich bin wirklich UX. Und ja, das war ein Grund. Und auch, wenn man auf Institutsseite ist, man macht eine Studie, liefert die ab, dann teilweise ein Jahr später kommt der Kunde und sagt, oh, ich arbeite immer noch eure Empfehlungen ab. Und man hat nicht so direkten Einfluss auf die Produktentwicklung und man sieht nicht, was danach kommt. Man hat immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann ja, was mit dem Produkt weiter passiert, wie die Entwicklung weitergeht, das weiß man nicht. Und
das war eigentlich schon die ganze Zeit in den letzten Jahren bei iSquare, habe ich mir gedacht, ich will mehr lernen über UX-Design, über die Produktentwicklung, über die ganzen Phasen der Produktentwicklung und nicht nur Usability-Testing. Weil Usability-Testing ist ja, passiert dann, wenn es schon Prototypen gibt und das Konzept schon irgendwie validiert ist. Und mich haben eigentlich mehr die frühen Phasen interessiert, so Discovery Research. Was macht man, wenn noch gar kein Produkt da ist? Wie erforscht man dann die User Needs und wie findet man eine passende Produktidee? Also das finde ich super spannend. Okay, und dann bist du nach London gegangen, aber ich habe in deinem Lebenslauf, ich kenne das ja so ein bisschen noch von, wenn man Lebensläufe liest, dann gibt es da eine relativ große Lücke. Du bist dann 2012 aus Berlin weg und 2015 tauchst du sozusagen wieder in London auf. Was war denn in der Zwischenzeit oder was hast du da gemacht? Weitere Ausbildung oder Auszeit oder erstmal in London angekommen oder wie war das? Ja. Das ist sehr gut beobachtet. Also erstmal kam der Entschluss, iSquare zu verlassen. Das war natürlich eine sehr große Entscheidung. Mhm, glaube ich. Also das war erstmal Riesenentscheidung. Und die Konsequenz daraus war dann letztendlich nach London zu gehen. Aber das habe ich nicht gleich gemacht, weil ich war auch erstmal noch eine Weile selbstständig und habe so Projekte für verschiedene Kunden gemacht. Und ja, die Entscheidung, dann alles hinter mir zu lassen, das war nochmal dann der zweite Schritt. Aber mit iSquare haben wir schon viel mit Agenturen in London zusammengearbeitet. Also wir haben Studien für die gemacht und umgekehrt. Und da war mir schon immer klar, in London, da ist das Zentrum. Zum Beispiel alle großen amerikanischen Kunden, die fragen erst Agenturen in London an. Also natürlich auch wegen der Sprachbarriere. Und in UK, ja, das ist eigentlich auch recht fortschrittlich, was Service Design anbelangt, also alle digitalen Services, auch Digitalisierung, also alle Services der Regierung. Also UK war meistens die Nummer eins in E-Government. Jetzt sind sie nicht mehr Nummer eins, aber trotzdem immer noch ziemlich gut. Und ja, ich wusste einfach, wenn ich mehr lernen will, dann muss ich dahin gehen. Ja. Und hast du, also das ist ja dann trotzdem, wie fängt man das dann so an, wenn man quasi, du hast ja dann nach wie vor viele in Projekten gearbeitet, auf viele, ich sag, man würde mal sagen, so dedicated Jobs, also irgendwelche großen Aufgaben, wenig sozusagen, dass du dir einen Job gesucht hast und den dann 10 Jahre lang gemacht hast, sondern einfach viele Projekte. Wie kam das dazu? Ja, genau. Das war so. Ich habe mir eigentlich dann immer den nächsten Job gesucht, wo ich wieder was Neues lernen kann. Und wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie schon alles gesehen, da gibt es nicht mehr Möglichkeiten, einen Einfluss zu haben oder UX-Maturity ist vielleicht nicht so hoch. Und es ist leider oft so, wenn Top-Leadership nicht den User-Focus pusht, dann hat man wenig Chance, dann ist es wirklich schwierig. Also ich war auch oft die einzige UX-Researcherin in Firmen. Und ja, deswegen bin ich dann gewechselt und ich habe in sehr kurzer Zeit, also in 8 Jahren, habe ich jetzt Regierungsprojekte gemacht, Client-Side, Agency-Side, B2B, B2C. Also ich habe endlich all das gelernt, was ich schon immer lernen wollte. Also es war schon anstrengend, aber ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt so, so, so viel mehr als damals, als ich aus Deutschland weggegangen bin. Also das ist ein Riesenunterschied. An welche Projekte, wenn du so zurückblickst jetzt, an welche Sachen bist du besonders stolz oder was hat dir besonders viel Spaß gemacht? Und auf der anderen Seite auch, was waren vielleicht Sachen, wo du sagst, oh, eben hast du schon ein bisschen erwähnt, ne, wenn der Chef nicht dahinter steht oder so. Was sind so die Highlights in der Zeit gewesen, die schönsten Projekte? Ein Highlight war tatsächlich eine neue Produktentwicklung. Das war eine Online-Doktor-Application für den deutschen Markt. Und wir haben praktisch mit null angefangen, haben jede Woche einen Design Sprint gemacht, einen neuen Prototyp entwickelt, User Research gemacht und dann schrittweise unser Wissen über den ganzen Prozess, über die ganze User Journey aufgebaut. Was sollte diese oder was macht diese App, die ihr da entwickelt habt?
Da kann man ein Appointment mit einem Online-Doktor buchen und das ist dann ein echter Doktor live sozusagen, ja. Und ja, das, also hier in UK haben wir auch zum Beispiel Babylon und ja, ich habe es auch selber schon mal genutzt, das funktioniert wirklich gut. Und das haben wir da gemacht in 6 Monaten. Und das war sehr intensiv, weil ich war voll eingebunden in den Design Sprint, was natürlich super Spaß macht, auch Designideen zu entwickeln. Und dann auch die ganze User Research gemacht. Also natürlich hat das Team unterstützt, aber inklusive Recruiting und allem und das dann in einer Woche, das war herausfordernd. Also nach 6 Monaten war ich schon ein bisschen erholungsbedürftig, sagen wir es mal so. Aber das, ich zehre da immer noch von dem, was ich gelernt habe. Also es war auch ein ganz toller Product Owner und der uns immer angetrieben hat und gepusht hat. Also ja, aber ich sage immer no pain, no gain. Also ich merke jetzt, es war zwar sehr anstrengend, als ich da drin gesteckt bin, aber im Nachhinein ist es der eine Job, von dem ich am meisten gelernt habe. Okay, cool. Sehr cool. Jetzt bist du ja echt schon auch eine Weile lang dabei, seit 1999 und der Bereich der Usability-Forschung hat sich ja dann doch auch entwickelt. Was sind so von 99 bis jetzt 2023, was sind so die größten Entwicklungen, die du beobachtest? Was hat sich wirklich verändert in der Zeit? Ja, also UX-Maturity ist viel höher und das merkt man in dem ganzen Fachgebiet, gibt es jetzt viel mehr unterschiedliche Rollen. Das ist viel ausdifferenzierter. Also erstmal User Researcher ist ein anerkannter, separater Beruf. Also das nicht dasselbe ist wie UX Designer. Dann gibt es jetzt Content Designer, Research Ops. Also es gibt viele Spezialisierungen in UX. Und ich denke mal, in UK ist das auch besonders gepusht worden durch den Service-Design-Ansatz der Regierung, weil da ist es praktisch verpflichtend, dass ein User-Researcher in jedem Team ist und User-Research treibt die ganze Entwicklung. Und das hat wirklich den Beruf sehr gepusht, also auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit von User-Research. Ja. Und siehst du sonst noch von den Methoden irgendwelche Veränderungen, also Ausdifferenzierung in den Positionen, aber was würdest du in den Methoden sehen? Was ist es immer so, dass man sich daneben setzt und beobachtet oder hat sich da auch irgendwas verändert? Ja, rasant. Rasant. In jedem Job hatte ich neue Tools, die ich lernen musste. Also ich würde sagen, die größte Änderung ist natürlich, dass jetzt das meiste eigentlich digital und remote ist. Und das fing schon ein paar Jahre vor der Pandemie an. Also ich würde mal sagen, die letzten Face-to-Face-Interviews habe ich ungefähr 2017, 2018 gemacht. Okay. Und damals war es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber jetzt durch die Pandemie sind wir alle so gewöhnt an remote. Also jetzt finde ich es eigentlich sowohl für mich als auch für die Leute, die ich interviewe, finde ich, haben wir uns eigentlich schon ziemlich dran gewöhnt und ich habe das Gefühl, ich kann die meiste Information schon auch mit Remote-Methoden bekommen. Und es gibt natürlich eine Explosion an UX-Tools. Also es gibt so viele Tools, also für Remote-Moderated, für Remote-Unmoderated, für Diary-Studies, man kann dann Videos und Bilder hochladen. Also das ist eigentlich richtig toll. Also das macht das Leben einerseits einfacher und bequemer als Researcher, aber natürlich auch komplexer, weil es einfach so viel gibt. Was, wenn du jetzt sozusagen deinen Werkzeugkasten selbst zusammenstellen dürftest im Moment, was würdest du da reinpacken? Also welche sind so die Tools, die dir besonders gefallen, die du besonders gut findest? Ja, also ich habe gemerkt, dass Tools, die zu viel Sachen abdecken, die sind manchmal zu komplex und nicht so spezialisiert. Also ich mag zum Beispiel sehr Lookback. Das ist wirklich spezialisiert auf Remote-Interviews. Und da finde ich halt super, ich kann sehr leicht Leute einladen zu Interviews. Also mir ist immer sehr wichtig, wenn ich User-Interviews mache, dass das Team und die relevanten Leute zuhören können. Ich kann auch sehr einfach dann die Videos teilen. Man kann auch Note-Taking machen mit dem Tool. Ja, also ich finde Lookback
gut für Interviews und natürlich für mehr quantitativ. So Tools wie UserZoom, User-Testing sind natürlich sehr mächtig, aber die sind dann auch komplexer. Da musst du mich jetzt, weil ich ja noch schon eine Weile raus bin, als ich noch Usability-Forschung gemacht habe, haben wir mehr oder weniger alles noch mit irgendwelchen, weiß nicht, Excel und PowerPoint und Word und sonst was gemacht und einfacher Schnittsoftware. Was machen die Produkte? Ja, Loopback ist einfach eine das Plattform. Das habe ich, glaube ich, verstanden. Da habe ich jetzt zumindest einen Eindruck. Ah. Aber du hast eben jetzt zwei nochmal bei User-Testing und User-Zoom, glaube ich. Ja. Okay. Genau, User-Zoom, User-Testing, da kann man halt alles machen. Interviews, Surveys, unmoderated, remote, Zeit von Aufgaben messen, automatische Transcripts, Tree-Tests, die decken eigentlich so ziemlich alles ab, ja. Und auch man kann natürlich die haben auch ein Panel. Man kann dann die User rekrutieren und die werden auch automatisch dann terminiert. Ja. Ja, sehr cool, okay. User-Testing sagte mir tatsächlich schon was, aber ich kenne das Unternehmen, aber tatsächlich die mit der Software habe ich auch noch nicht gearbeitet. Jetzt bist du schon eine Weile in UK, aber ich vermute, du hast immer noch einen ganz guten Blick nach Deutschland rüber, weil du sicherlich auch noch viele Leute dort kennst. Was sind denn so die Unterschiede, Gemeinsamkeiten in der Usability-Forschung, wenn du die beiden Länder miteinander vergleichst? Also wo siehst du sozusagen Unterschiede, wo siehst du vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Was fällt dir auf? Ja, schwierige Frage. Also ich habe ja vorher schon erwähnt, die Service, die digitalen Service unserer Regierung, das ist wirklich ein Unterschied und das hat auch die UX-Maturity insgesamt vorangebracht. Ja, die Spezialisierung auf verschiedene Rollen. Mhm. Ja, was sind noch Unterschiede? Es ist jetzt sehr schwierig zu beantworten. Also mir fällt halt in London auf, es gibt sehr viele Meetups, Konferenzen. Also es gibt sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Mhm. In Bezug auf die Research. Also, ich würde mal sagen, vielleicht ist hier das Bewusstsein größer, dass wir Discovery Research brauchen, bevor wir überhaupt ein Produkt entwickeln. Manchmal in Deutschland habe ich das Gefühl, das ist noch mehr fokussiert auf Usability. Aber die entscheidenden Schritte passieren eigentlich ganz am Anfang, bevor es irgendwelche Prototypen überhaupt gibt. Ja, und das predige ich eigentlich seit Jahren, weil man muss erstmal rausfinden, was sind eigentlich die Usergruppen, die Zielgruppen, wer soll das Produkt kaufen, warum nutzen die das Produkt, welche Probleme werden gelöst mit dem Produkt. Also diese wichtigen Fragen, die sind ganz am Anfang. Und da braucht man natürlich User Research. Ja, und ich habe das Gefühl, hier haben viele Firmen das schon erkannt und das Bewusstsein steigt. Okay, das heißt, das wäre was du sozusagen vermutest, dass es in Deutschland vielleicht ein bisschen anders wäre. Ich kann das sozusagen nicht bestätigen, ich weiß es einfach nicht, aber du hast ja dann echt einen guten Einblick. Ich stelle immer diese Frage gerne nach den Wünschen oder nach der guten Fee. Jetzt mit deiner doch sehr tiefgehenden und langjährigen Erfahrung in dem Bereich Usability-Forschung, was wären denn sozusagen deine drei Wünsche, die du an die gute Fee der Usability-Forschung hättest? Was sollte sich denn verändern in dem ganzen Bereich noch? Also auf jeden Fall Einfluss auf die Product Roadmaps. Also noch engere Zusammenarbeit mit Product und dann mehr Impact. Weil das ist ja manchmal das Problem mit Research. Also ich habe das auch mit Market Research erlebt. Dann wird eine Studie gemacht, dann landet die in der Schublade. Und das Wichtige ist ja, dass man denn mit den Ergebnissen arbeitet und auch seine Strategie danach ausrichtet. Also User Research ist sehr gut, um Product Roadmaps zu prioritisieren. Mhm. Also man weiß dann, welches die dringendsten Probleme für die User sind und dann kann man auf die Features oder Services fokussieren. Also das ist sehr wichtig und ich würde mir wünschen, dass das noch mehr geschieht, ja. Jetzt ist der Einfluss oder sozusagen der Durchgriff oder die Zusammenarbeit hängt ja auch immer so ein bisschen an den Persönlichkeiten. Ist das was, wo man
sozusagen früh ansetzen müsste, auch bei den Personen, die jetzt UX-Researcher werden? Oder ist das was, wo du sagst, es ist eigentlich eine Geschichte, die in die Köpfe der Führungsperson rein muss, dass das entsprechend gehört wird? Also wo wäre der Hebel, das zu ändern? Ich denke, das muss von beiden Seiten kommen. Und was ich auch beobachte, die meisten sehr Senior-Positionen sind immer noch auf UX-Designer ausgerichtet. Also es gibt Design Directors, Director oder VP Experience and Head of UX. Und das ist eigentlich immer für Designer. Und es gibt wenig spezielle Research-Rollen, die Top-Leadership sind. Und ich denke mir, wenn mehr von uns auch Top-Leadership-Rollen hätten, mehr Researcher, dann hätten wir auch noch mehr Einfluss. Okay. Ja. Okay. Das könnte man ja sozusagen auch, wenn man so eine Ausbildung hätte. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Einblick hier in die Marktforscherausbildung an der TH Köln. Das wäre ja durchaus was man auch, sagen wir mal, im Studium so ein bisschen vorbereiten könnte, ne? Indem man tatsächlich dort mehr Design-Expertise schult und nicht nur den Research vorantreibt. Ja, also es wird ja viel geredet, datenbasierte Firmenstrategie, datenbasiert und so weiter. Und Daten meint oft quantitative Daten, aber dann fehlt halt immer ein bisschen das Warum. Also ich habe manchmal mit Data Scientists gesprochen in Firmen, die haben gesagt, ja, wir haben alle Daten, aber wir wissen nicht, warum User sich so verhalten. Und das ist ein bisschen ein Problem in UX. Wir haben ja oft qualitative Research mit kleinen Stichproben. Und Leadership will doch häufig größere Sample Sizes sehen und quantitative Daten. Also das ist mit ein Grund, warum es manchmal schwierig ist. Ja, aber wenn in bestimmten Studiengängen, Management, wie auch immer, wenn da ein bisschen mehr Fokus auch auf UX und auch CX natürlich, Customer Experience gerichtet werden würde, würde das sicher helfen, ja. Okay. Ein großes Thema, jetzt nicht nur in der UX-Forschung, aber insgesamt ist im Moment das Thema künstliche Intelligenz. Von daher auch die Frage, inwieweit jetzt mit deinem Blick auch auf das Thema, inwieweit wird KI eine Rolle spielen oder spielt es schon auch in deiner täglichen Arbeit jetzt? Aber was denkst du, wie wird KI tatsächlich das Feld der Usability-Forschung auch beeinflussen oder verändern? Also ich sehe das hauptsächlich positiv. Also die automatischen Transcripts von User-Interviews zum Beispiel, die Tools auch anbieten, die sind viel besser geworden. Auch Übersetzungen, das ist insbesondere bei Sepson wichtig, weil wir ja meistens Deutschland und UK User-Research machen. Das ist der KI geschuldet. Dann bieten viele Tools auch automatische Sentiment-Analyse an. Also wenn man jetzt sehr große Datensets hat, zum Beispiel bei Social Listening oder überhaupt qualitative Daten, da kämpft man ja damit, dass man eine sehr große Datenmassen hat. Und mit künstlicher Intelligenz kann man, das hilft dann auch, diese Datenmengen zu analysieren. Mhm. Also mit dieser Sentiment-Analyse, das funktioniert schon ziemlich gut. Ja, also das ist so ein Bereich. Und dann, ja, ich habe natürlich auch ChatGPT genutzt. Also wenn ich Themen für Fragebögen wollte oder auch Themen für Meetup, wir haben kürzlich im Product and UX Meetup gemacht, dann habe ich einfach mal die Frage gestellt, was wären gute Themen. Und ja, was ich bemerke ist, man kriegt nur das, was schon da ist. Also man kriegt jetzt keine super tollen neuen Ideen, so kreative Ideen oder ungewöhnliche Ideen. Und ich habe dann die Themen für unsere Meetups auch selber erstellt, weil das einfach, ja, wenn man ein bisschen mehr Senior ist, dann kennt man die Themen ja schon. Also ich denke, für Junior-Leute ist ChatGPT sehr gut, weil es einen schnellen Überblick über Fachgebiete gibt. Und
persönlich war ich auch überrascht, wie toll alles formuliert ist. Fantastisch, und, oder? Also da kann man schon was nutzen. Und da ich ja auch nicht englischer Muttersprache bin, ist das dann vielleicht auch hilfreich manchmal. Ja, also das ist so meine persönliche Erfahrung. Ja, sehr cool. Es gibt ja jetzt, ich habe letzte Woche mit jemand gesprochen, die gerade so ein Interviewer-Bot machen. Also das finde ich auch ganz spannend. Das heißt, wo gerade auch im Bereich UX, wo tatsächlich die Idee ist eigentlich, dass man Themen vorgibt und eigentlich das Interview führt sozusagen der Bot, aber nicht in der Art und Weise, wo er sagt, ich kriege eine Antwort und dann poste ich die nächste Frage, sondern tatsächlich sehr viel charmanter. Und ich habe jetzt, es gibt ja jetzt auch so Ansätze, wo quasi die komplette Auswertung schon KI-gestützt gemacht wird. Wie sehr glaubst du, wird der Mensch auch zukünftig damit reingucken müssen oder wie viel kann man an die Maschine sozusagen abgeben? Weil das ist ja alles richtig, was du eben gesagt hast in Bezug auf KI. Und die Frage ist eben so ein bisschen noch, müsste man nicht zumindest bei der Wahrnehmung des Menschen, der sich vielleicht was betrachtet, nachfragen, nochmal Nuancen erkennen oder eben auch bei der Analyse und bei dem dann, was man daraus macht. Inwieweit ist da nicht der Researcher nach wie vor gefragt? Wie ist da dein Blick? Also auf jeden Fall muss man immer aufpassen, dass nicht Unsinn rauskommt, weil KI kann ja nicht intelligent denken und das wird einfach alles... Alle Quellen werden herangezogen, die da sind. Und das kann auch mal oft falsche Information sein. Oder also es gibt auch wirklich lustige Beispiele, was für Unsinn rauskommen kann. Also das ist schon mal ein Punkt. Da muss immer noch ein Mensch drüber gucken. Denn die zweite große Gefahr ist natürlich Bias. Weil alle Vorurteile und Bias, was in unserer Gesellschaft existiert, wird natürlich dann auch aufgesaugt. Okay, das ist der zweite große schwierige Bereich, wo immer ein Mensch noch drüber gucken sollte. Und dann der Beruf des User Researchers ist auch sehr interessant. Also da gibt es von Zebra, das ist eine Recruiting-Agentur in UK, die geben auch immer so einen Salary-Report raus und dann auch mit Top-Skills für User Researcher. Und eine der Top-Skills ist wirklich Stakeholder-Management und Engagement. Und das habe ich persönlich auch gemerkt. Also man ist sehr viel damit beschäftigt, auch seine Ergebnisse zu evangelisieren, sozusagen. Und einfach mit Leuten viel zu kommunizieren und denen auch User Research nahezubringen. Und dieses ganze Stakeholder Engagement, das kann nur ein Mensch machen. Also das ist schon mal ein Punkt. Und natürlich auch, gerade wenn man Discovery Research macht, das kann man auch schlecht automatisieren. So tiefen Interviews und wirklich explorieren User Needs auch auf einer tieferen Ebene. Da muss schon die menschliche Fähigkeit, eine Verbindung zum anderen Menschen aufzubauen und dann darauf zu reagieren, was derjenige sagt und die tiefer liegenden Motivationen aufzudecken. Ja, das kann ich mir schwer vorstellen, dass KI das macht. Kommen wir so langsam zum Ende des Interviews. Du lachst unheimlich viel. Das können die Kollegen jetzt nicht sehen. Ich sehe das jetzt, weil du mir sozusagen virtuell gegenübersetzt. Und die Adresse deines Blogs heißt auch smiling.club. Gab es jemals einen Smiling Club? Also hast du tatsächlich einen Club gegründet mit Leuten, die ähnlich viel lächeln wie du? Nee, aber die Website, die habe ich entwickelt vor vielen Jahren, also ungefähr 2014. Okay. Ein Jahr, bevor ich nach UK gegangen bin. Und ich hatte einen sehr guten Designer und er hat dann wirklich, praktisch versucht rauszufinden, was ist der Kern meiner Persönlichkeit und dann den Brand Smiling entwickelt. Und daher kommt das. Das heißt, es ist gar nicht so dein Thema, sondern du hast es bekommen, weil du so viel lachst. Ja, nee, wir haben das halt zusammen entwickelt, aber der Designer war auch wirklich gut und er hat dann das Logo entwickelt. Und ich muss sagen, das passt auch, weil als User Researcher, klar, wenn ich Interviews mache mit Usern, ist es auch sehr hilfreich, wenn man freundlich ist und viel lächelt, also auch für Stakeholder Engagement und das Google Design Sprint Buch, das kann ich übrigens jedem empfehlen, der User Researcher von Google Ventures,
Der hat es auch als Regel als User Researcher so mit viel Lächeln und viel Nicken und so, um gute Verbindung herzustellen zum User. Ja, also es hat schon auch eine fachliche Komponente, ja. Ja, sehr cool. Jetzt haben wir mit der Vergangenheit begonnen und mit dem Rückblick auf iSquare und den Umzug nach London. Und du hast aber am Anfang dieses Thema Back to the Future stand ganz am Anfang, wobei du da nicht gesagt hast, warum du dieses Filmplakat genommen hast, kannst du vielleicht nochmal sagen, aber mich würde tatsächlich auch interessieren, wie es so weitergeht. Also so, was ist denn dein Blick in die Zukunft? Wir haben eben über das Thema KI gesprochen, aber wie geht es weiter mit dir? Was willst du quasi in dem Bereich UX noch lernen? Was stehen vielleicht für Projekte jetzt schon an, die du siehst, die auf dich zukommen? Wo hast du Lust drauf? Was machst du? Erzähl mal. Ja, das Tollste als User Researcher ist natürlich, dass man immer lernt. Das ist super. Also mit jedem Interview, mit jedem Projekt, mit jedem neuen Produkt, mit dem ich arbeite, lerne ich so viel. Also das ist schon mal ganz toll. Es hört nie auf. Und persönlich würde ich sagen, mich interessiert sehr Produktstrategie. Und das letzte halbe Jahr habe ich eigentlich hauptsächlich mit Product gearbeitet. Also ich habe eigentlich gar keine User Research mehr gemacht. Und das interessiert mich. Also ich denke, da geht die Reise wahrscheinlich hin. Ja. Ja, sehr cool. Ich bin gespannt. Wow, Wahnsinn. Ja, dann vielen Dank an der Stelle, liebe Sabrina, für die Einblicke und danke dir. Holger, das war ein sehr entspannendes, interessantes Gespräch. Also wirklich top. Vielen Dank.